Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge der Odyssee-Mod. Ja, wir wollten ja gerade Marbot auf den Tisch kacken. Das kann man eigentlich noch ein bisschen verschieben. Ich habe wieder Kommentare gelesen. Ich habe wieder erfahren, was ihr mir zu sagen habt. Und da ist mir aufgefallen, bevor wir die Kundschafter-Quest jetzt an Marbot abgeben, werden wir nochmal kurz in die Stadt gehen. Für Denn den König! ja, natürlich, was auch sonst, für den König, natürlich. Die Texturen sind wieder verbuggt. Wenn man bloß auch. Jetzt habe ich zwei gegessen. Verschwendung, egal. Ja, ich habe einen Kommentar bekommen, der ist schon älter. Und ich werde dem jetzt auch nachgehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob es Verschwendung sein wird oder nicht. Denn ich sollte mir mal was genauer anschauen und was das genau ist, das werdet ihr gleich sehen. Denn da hinten, wenn wir jetzt gleich nach links laufen, da ist war ja so eine Lurker-Ansammlung, die wir geklatscht haben. Und da in der Nähe, oder was heißt da in der Nähe, da ist ein Zaun. Ja, und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dahinter ist einfach dann, ja, das Dorf von Athanos, aber wir werden es ja gleich sehen. Denn da ist ein Zugang. Ein kleiner. Und naja, der ist aber nur erreichbar mit wenn man klein ist. Und mit wenn man klein ist, wird man ja in Gothic bekanntlich, wenn man sich in eine Fleischwanze verwandelt zum Beispiel. Das werden wir jetzt hier gleich mal machen. Denn ich wurde schon länger darauf aufmerksam gemacht, dass hier ja so ein kleines Loch ist. Und man hört immer noch Lurker. Es kann sein, dass dahinter vielleicht sogar noch ein paar sind. Das werden wir jetzt gleich sehen. Einen Moment. Wir haben ja sogar, haben wir nicht sogar mehrere Fleischwanzen? Wir haben sogar zwei. Aber ich wurde eben nochmal darauf hingewiesen. Jetzt haben wir. Ach, es ist doch. Roland, du bist ein Kerl, ey, das gibt's nicht. Oh, gehen wir mal Vollgas hier. Und ich hatte soweit recht. Hier ist man jetzt eigentlich nur wieder im Dorf. Deswegen, ja, vielleicht hatte derjenige gedacht, hier wäre was Interessantes. Ich bedanke mich auch trotzdem für die Kommentare. Ja, oder für das Kommentar. Den Kommentar. Nicht das Kommentar, das ist falsch. Und eventuell finden wir ja hier noch was Interessantes. Wie gesagt, gute Idee, da hätte ja vielleicht noch was sein können, Höhle oder sonst was. Ich werde jetzt auch. Freudensprung. Ich werde jetzt auch nicht einfach neu laden und dann, ne, dass wir die Spruchrolle behalten, denn die sind ja zum. Oh! Sind ja zum Verbrauchen da. So. Zwar ist keine Höhle hinter dieser Wand gewesen. Allerdings, vielen Dank. Jetzt bin ich hier nochmal auf die Versuchung gekommen, mich hier umzuschauen. Jetzt haben wir tatsächlich ein neues Plateau entdeckt mit ganz vielen Lurkern, die man töten kann. Hat auch was. Nee, war eine gute Idee. Ich muss auch noch immer im Hinterkopf behalten. Dass ich einen Tipp bekommen habe, und zwar da unten ist, glaube ich, eine Höhle, oder? Es kann sein, ich habe es jetzt nicht genau. Wir gucken uns gleich nochmal an. Das haben mir sogar die Macher selbst geschrieben. Ich solle doch eigentlich. Oh, das war ein großer Strand. Da ist nichts zu holen. Ich glaube, wir haben jetzt doch noch ein bisschen was zum Erkunden. Ja, da war nämlich ein Tipp von den Machern der Mod, und zwar, ich solle auch mal um die ganze Insel herumschwimmen. Es gibt einiges Interessantes zum Entdecken. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Ich halte die Augen auch offen hier nach Zeug. Jetzt frage ich mich nur, ob man da. Ja, da kommt man, glaube ich, ganz gut runter. Ich speichere kurz mal ab. Wenn wir dann. Und dann hier runter und dann kommt man da noch zu noch
zu mehr Lurkern, zu noch mehr Lurkern. Butler Fleisch, komm. Riesige Pilze, deren Wirkung man noch nicht kennt, weil man sie nie untersucht hat, aber scheinen essbar und genießbar zu sein. Und jetzt versuchen wir mal hier so ein paar wieder rauszulocken. Ja, von mir aus auch zwei. Solange es nicht drei sind und vor allem, wenn sie unterschiedlich herkommen, ist das gut. Oder nicht gemeinsam eben, dann kann man sie nämlich gut einzeln wegbrettern und. Oh, hammerhart! Da habe ich was Dickes entdeckt. Ach du heilige Scheiße! Wie konnte ich denn sowas übersehen? Hier wimmelt es ja nur so von Erfahrungspunkten und Fischen und Lurker-Eiern. Wie gesagt, das hätten wir hier auch entdeckt, wenn wir einmal um die Insel herum geschwommen wären. So geht's natürlich auch. Aber wie gesagt, das ist hier hinten irgendwas. Das sieht doch ganz interessant aus. Und das sieht echt interessant, ist echt cool aus. Ist echt gut gemacht. Hier haben wir noch ein Lurker-Ei. Haben wir ja auch irgendwas Interessantes. Ja, mal gucken, nicht, dass ich was übersehe. Nur zwei haben mich, glaube ich, im Visier. Ich gehe mal einen Angriff über. Wobei die beide gleichzeitig. Ja, genauso. Wobei die jetzt keine Gefahr mehr bilden. Aber ja, hier wären auch genug Fische gewesen, wenn man auf der Mulred-Insel hätte nicht genug gefunden hätte. Sprich, dann hätte man die Quest eventuell jetzt noch aktiv und dann würde man hier vielleicht mal langlaufen. Und beim Lurker prügeln könnte man sich dann hier auf die ganze Fischvielfalt freuen. Und es gibt echt verdammt viele Lurker auf Athanos. Das muss man auch so festhalten. Abnormal viele hier. Das ist ja wahrscheinlich hier so eine Hauptbrutstätte. Macht auch Sinn, ne? Das sind ja Reptilien, die sich auch gerne mal im Wasser verirren. Hier. Perfekte Ausgangsbasis. Nicht weit entfernt vom Dorf. Allerdings werden die jetzt hier komplett ausgemerzt. Ich habe Angst, dass ich was übersehe. So. Lurker-Ei mitnehmen. Nein, nicht ins Wasser. Dann halt ins Wasser. Ja, falls es hier irgendwelche interessanten Orte unter Wasser gibt, irgendwo, dann haben wir ein Standbild. Nee, das will ich eigentlich nicht sagen. So, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Sprich, falls irgendwo hier in der Umgebung ein kleiner Tunnel unter Wasser sein sollte, der, was weiß ich, zu 500 Gold führt und einem groben Schwert oder sonst was, dann könnt ihr mir das gerne versuchen zu beschreiben, wo man da hinkommt. Dem wäre ich nicht abgeneigt. Wie gesagt, ich versuche alles mitzunehmen, aber es ist dann doch eine große Insel und alles mitzunehmen wird schwer. Ich versuche mich jetzt aber mal daran, hier einmal außen rum zu schwimmen. Das wird allerdings wieder mal nicht äußerst spannend werden. Ich frage mich allerdings nur, ob man sowas nochmal findet mit der Lurker-Ansammlung da. Beziehungsweise ist hier was Interessantes. Kann man hier an der Seite irgendwie. Das sieht doch aus wie ein. Ja, ich will da rein. Das scheint aber doch nicht interessant zu sein, glaube ich. Also guck mal nicht hoch. Okay, gut. Vergessen was. Ah doch. Okay. Nein, nein. Okay, okay. Noch sind wir. Ja, okay. Freudensprung in die Luft.
Okay, hier könnte man es versuchen. Aha, da ist was. Da haben wir doch was entdeckt. Ich sage mir jetzt nicht, dass hier nichts ist und man hätte auch einfach unten rum schwimmen können. Ist hier irgendwas? Hier ist ja gar nichts. Sowas mache ich zum Beispiel. Falls da irgendwas doch irgendwas Interessantes sein sollte, dann sagt mir halt nochmal Bescheid. Dann gehe ich da nochmal hin. Ne, und wie gesagt, ich will jetzt hier nicht jetzt im Let's Play erstmal hier jeden Kubikmeter Wasser abklappern. Ob vielleicht irgendwo doch noch eine Höhle sein könnte. Deswegen sagt mir gerade Bescheid, falls es irgendwo interessante Orte gibt. Und dann schaue ich mir die nochmal an. War hier nicht das Boot? Ne, hier war nicht das Boot. Hier ist dieser... An den Strand ist es nicht. Dieser kleine Meerzugang vom Fischer. Nee, vom Jäger, nicht vom Fischer. Der hat ja da oben seine Hütte stehen, abgelegen von allen anderen. Da ist eine 4 Quadratmeter Hütte. Da ist noch eine Insel, die mir jetzt gerade ins Auge fällt. Oder gehört das zum Festland? Ich sag gar nichts mehr. Scheiße. So. Waren wir da schon mal? Irgendwie kommt mir das so fremd vor hier gerade. Sollten wir gleich Gegner erspähen, dann können wir davon ausgehen, dass wir da oben noch nicht waren. Ich würde da gerne hin. Auch wenn ich nicht weiß, ob wir da schon waren. Falls wir da schon mal waren, können wir es uns ersparen, aber ich bin mir gerade unsicher. Ich bin mir echt unsicher und ich sehe auch keine Gegner. Was wiederum bedeuten könnte, dass wir hier schon alles niedergemetzelt haben. Ach Gott, wie kommen wir denn da hoch? Hier könnte man eventuell schon laufen. Hier noch nicht, doch hier. Aber was bringt uns das? Da kommen wir ja nicht hoch. Und da schlittern wir wieder ins Wasser. Da vorne sind Boote. Da vorne ist eine Höhle. Wo zur Hölle bin ich hier? Okay. Sollten wir... Ich weiß ja nicht. Jetzt muss ich wieder etwas von meinen Vorkenntnissen preisgeben. Und zwar Domme erzählte mir, dass es so eine Schmugglerwaren-Quest gibt. Und da gibt es auch irgendwo ein Schmugglernest. So, jetzt pass mal auf. Das sieht irgendwie ziemlich danach aus und ich weiß jetzt nicht, ob wir hier groß was machen sollten. Mal gucken, ob die Paladin-Shirt dabei haben. Aber immerhin... wir können ja mal abspeichern, erstmal mit denen reden. Vielleicht sind sie ja noch ganz normale Banditen und wir können sie niederschlagen. Das weiß ich ja jetzt nicht. So, hallo? Ich mach dich fertig. Okay, hier sind Schmuggler. Ja, es scheinen die Schmuggler zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt okay war, dass wir den getötet haben. Wie gesagt, ich würde es eigentlich erst machen, wenn wir die Quest dann auch haben. Und ich glaube, das machen wir auch. Ich will da kein Risiko eingehen. Nicht, dass dann die Quest nicht mehr annehmbar, abgebbar oder sonst was ist. Aber okay, wir wissen, wenn wir einfach nur einmal drumrum schwimmen, kommen wir irgendwann zur Schmugglerhöhle. Oder zum Schmuggleranlegeplatz oder sonst was. Das heißt, wenn wir jetzt beim Marbot irgendwie den Bescheid geben, können wir dann wahrscheinlich die neuen Quests annehmen. Und davon wird dann wahrscheinlich irgendeine die Schmugglerwaren-Quest sein. Da oben sieht man auch unsere schöne Burg.
mit Torhaus, glaube ich, sogar von hier aus. Bin mir gerade nicht sicher. Auch interessante Felsformationen hier. Wenn man jetzt hier mal so außen rum schwimmt, dann fällt einem doch auf, dass die Insel gar nicht mal so klein ist. Ich frage mich halt, ob es noch weitere Inseln gibt, die weiter entfernt sind. Vielleicht irgendwo da hinten, die man von hier gar nicht sieht. Das wäre ganz interessant. Und hier vorne ist der Strand, den wir eigentlich kennen. Ich glaube sogar, dass der von da aus kommen wir dann eigentlich viel schneller zu den Schmugglern als andersrum. Das sollte ich mir auch mal merken. Hier waren wir ja schon öfter. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, ob da noch irgendwas Interessantes ist und ob es sich überhaupt lohnt, einmal ganz rumzugehen. Das frisst ja doch enorm viel Zeit. Naja, wir können uns ja mal merken, wir haben die Schmuggler ausfindig gemacht und kennen, ich sag mal, die Küste von Dorf bis hierher. Das ist zwar nicht allzu viel, aber besser als gar nichts. Da kann keiner sagen, ich hätte hier nicht viel erkundet. So, was eiern wir hier eigentlich noch rum? Ich wollte eigentlich... Was haben wir eigentlich alles zu tun? Was war denn das? Achso, ja gut, wir sollen einen Tag warten. Okay. Okay, das ist machbar. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal erstmal wieder auf und trinken... Ne, wir trinken keinen Trank, wir fressen Feuernessel. Ne, das wollte ich nicht. Ne, das wollte ich auch nicht. Genau, und ab zur Burg. Nabot ausfindig machen. Beziehungsweise, ich habe mir auch immer mal überlegt, wir könnten ja auch mal nochmal das Gebiet um die Burg genauer erkunden, weil ich glaube nicht, dass wir da allzu gründlich waren. Sprich, vielleicht gibt es auch noch irgendwo ein paar nette Items oder sowas. Ich sage euch, das Let's Play wird sich so in die Länge ziehen. Wir sind jetzt bald bei Folge 40 und sind immer noch auf der Anfangsinsel. Für Innos. Ja, ja, für Innos, für Innos. Für wen auch sonst. Aber wie gesagt, ne, also das könnte eine Weile dauern. Das ist gut, das ist ja nicht, weiß ja nicht, dass es schlecht ist. Wo ist denn der Kerl? Der ist auch da, oder? Ja, der ist doch am Lesen. Hey, du. Ich habe ein Boot entdeckt, das auf der anderen Seite der Insel versteckt liegt. Mit diesem wird der Ork höchstwahrscheinlich nach Athanos gekommen sein. Bei Innos, also war der Ork tatsächlich ein feindlicher Kundschafter. Wir müssen also damit rechnen, schon bald von den Orks überfallen zu werden. Aber das hatte ich euch ja immer gesagt. Ihr aber wolltet mir ja nie glauben. Jetzt haben wir den Beweis. Die Seefestung Athanos hat nun mal eine große strategische Bedeutung. Das wissen auch die Orks. Naja, vielleicht wird auch gar nichts geschehen. Immerhin konnte ich ihren Kundschafter ja unschädlich machen. Vielleicht, aber sie werden ihn vermissen. Wie dem auch sei, wir werden auf jeden Fall gerüstet sein. Durch deine herausragende Tat hast du möglicherweise uns alle vor der sicheren Vernichtung gerettet. Daher sollst du eine besondere Belohnung haben. Nimm dieses Gold als zusätzlichen Sold und diese Heiltränke. Du hast es dir redlich verdient. Was ich jetzt noch mal kurz fragen wollte. Warte noch. Die Tatsache, dass sich ein Ork in den Minen aufgehalten hat, bringt mich zu folgendem Entschluss. Ab heute soll der Eingang der Mine bewacht werden, damit niemand sie mehr betreten kann. Und wer soll die Mine bewachen, Kommandant? Momentan fällt mir niemand ein. Oder hast du einen Vorschlag, wer dafür am besten geeignet ist? Gunther, der hat doch eh nichts zu tun. Oder Herbert, komm. Herbert, ja. Herbert, wenn der Wache schiebt, traut sich bestimmt keiner mehr in die Mine. Gut, dann sag ihm, dass er fortan am Mineneingang Wache zu schieben hat. Tja, da hast du wohl was zu erledigen. Kopiert. So, ja, wir haben den Kundschafter-Quest erledigt. Wir müssen jetzt Herbert Bescheid sagen. Bescheid geben. Danach können wir mit Wenzel sprechen und, ich überlege mir gerade, wir haben doch... Wo waren das hier? Anheuern war das doch. Ich habe mich um das Lagerbau gekümmert. Ich habe Bruno mitgeteilt. Jetzt zu Oliver gehen und ihn fragen, ob ich damit... Ah!
mit Oliver mal reden. Ich wusste doch, wir müssen noch irgendwas mit den Paladin besprechen. Außerdem gibt es ja noch den anderen, den Herbranden, von dem haben wir ja noch gar keine Aufgabe bekommen. Das heißt, es gilt jetzt, diese zu suchen. Ah, hallo Oliver. Ich habe alles erledigt, was mir Bruno aufgetragen hat. Schön, dann soll es damit auch genug sein. Ich habe keine weitere Aufgabe für dich. Du kannst jetzt zu Marbot gehen und ihm sagen, dass du meine Prüfung bestanden hast. Ach. Ich mach das jetzt schnell, weil wir immerhin mal wissen, wo sie sind. Aber ich würde sagen, die Folge ist jetzt wieder mal beendet. Und dann erledigen wir es in der nächsten. Bis dahin, tschüss.